So geht es uns ja auch. Das kann ich aus eigener Erfahrung berichten. Wir wollen ja für Sie, liebe Zuseherinnen und Zuseher, hier schon lange eine wunderbar neue LED-Wand installieren. Die steht, wie unser Technikverantwortliche jeweils beichtet, in einem Schiffsstau vor dem Hamburger Hafen. Wir sagen jetzt mal, der Hamburger Zoll ist überfordert. Offensichtlich ist das tatsächlich auch ein Engpunkt. Da gibt es Schiffe, die derzeit auf den Weltmeeren sind, die einfach auch vor dem Hafen warten, weil sie in einer Schlange stehen, bis sie überhaupt andocken können. Ja, richtig. Das ist eigentlich das Hauptproblem. Also wir haben diese, der Seeweg ist nicht das große Thema. Die Fahrpläne könnte man relativ schnell wieder ins Lot bringen. Es ist eigentlich der sogenannte Hinterlandverkehr. In Hamburg haben wir gerade eben besprochen, weil hier das Equipment fehlt, liegen 16 Schiffe vorm Hafen und können nicht entladen werden, weil einfach zu viel Volumen im Hafen ist. Dann ist die Bahn hinten raus verstopft, die Lkw-Verkehre sind verstopft. Wir kriegen, oder die Hafenbetreiber kriegen die Container gar nicht aus dem Hafen raus und dementsprechend keine Container wieder in die Häfen rein. Im Vergleich vor Los Angeles liegen 36 Schiffe aktuell. Die warten, um überhaupt in den Hafen zu kommen, um entladen zu werden.